Freundinnen und Freunde, 62% der Deutschen, das hat der letzte Deutschlandtrend belegt, sagen, Bündnis 90 Die Grünen sind die kompetenteste Partei für eine sichere und bezahlbare Energieversorgung. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist der höchste Kompetenzwert, den eine Partei überhaupt in einer Sachfrage bekommt. Und da können wir mal richtig stolz drauf sein, dass unsere Konzepte bei den Menschen ankommen. Diese 62% sagen aber auch, wie inkompetent die anderen sind, wie versagt diese Bundesregierung, dass die Menschen darauf setzen, dass wir in der nächsten Bundesregierung das in die Hand nehmen und die Energiewende voranbringen, weil Herr Rösler und Herr Altmaier es an der Stelle nicht packen. Aber liebe Freundinnen und Freunde, diese 62% dürfen auch kein Ruhekissen sein, auf dem wir uns ausruhen und sagen, das haben wir im Sack, das läuft weiter so. Ich finde, und da ist der Antrag eine richtig gute Vorlage, dass wir unsere Positionen immer weiterentwickeln müssen. Und ich bin der Meinung, das tut genau dieser Antrag. Er entwickelt unsere Position weiter. Er schreibt nicht nur das fort, was wir in der Vergangenheit schon gesagt haben, auch wenn das richtig war, sondern er entwickelt neue Positionen, gibt neue Antworten. Und ich will euch ein paar Beispiele sagen. Wir müssen die Frage beantworten, was tun wir, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint, wie stellen wir dann die Versorgungssicherheit dar? Wie finanzieren wir, wie schaffen wir Anreize für Speicher? Wie kriegen wir das hin? Da sind wir die einzige Partei im Bundestag, die da Konzepte vorlegen kann, die da das Konzept des Kapazitätsmarktes vorgeschlagen hat, und damit sind wir vorne. Und andere liefern da überhaupt nichts. Die Bundesregierung kommt an der Stelle gar nicht. Das Einzige, was von der Bundesregierung kommt, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das war ein Kraftwerksförderungsprogramm von Herrn Rösler. Der wollte aus dem Energie- und Klimafonds, wollte der Kohlekraftwerke finanzieren. Das ist Gott sei Dank verhindert worden. Und das ist ein Erfolg, auf den wir stolz sein können, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich sage auch eines. Johannes hat das eben angesprochen. Ethereum, der Chef von RWE, nicht nur RWE Power, von Gesamt-RWE, der sagt, in Deutschland und Europa rechnen sich Kohlekraftwerke nicht mehr. Da hat er völlig recht. Und ich sage, Herr Therium, nehmen Sie das auch endlich für Ihre Braunkohlekraftwerke zur Kenntnis und stoppen Sie diese idiotische Planung für Boa Plus, wo Sie eine ganze Region auf die Bäume treiben. Das geht so nicht weiter. Und ich will nur eines sagen, der Stefan Hölzl aus Essen hat eben Pumpspeicherkraftwerke angesprochen. Wir haben in der Eifel im Moment so eine Planung. Und ich finde die Planung richtig. Wir brauchen dieses Pumpspeicherkraftwerk. Wir haben das auch im Antrag stehen. So, und jetzt gibt es Protest vor Ort. Es gibt welche, denen gefällt es nicht, dass da ein Landschaftseingriff stattfindet. Ein Landschaftseingriff, wo die Naturschutzverbände aber sagen, der ist vertretbar. Und was passiert? Wer duckt sich weg? Wer taucht ab? Es sind CDU und FDP vor Ort. Und es sind nicht nur örtliche Politiker. Es ist Armin Laschet, der plötzlich nicht mehr dabei sein will. Der kommt aus der Region. Es ist Thomas Rachel, ein parlamentarischer Staatssekretär der Bundesregierung. Das sind diejenigen, die dann wegtauchen, wenn es schwierig wird mit der Energiewende. Und das werden wir ihnen nicht durchgehen lassen. Und was wir ihnen auch nicht durchgehen lassen ist, dass sie das Märchen aufbauen, die Erneuerbaren können nicht ausgebaut werden, weil die Netze fehlen. Das ist Schwachsinn. Das ist einfach Idiotie. Ich habe mal nachgucken lassen, was von 1970 bis 1985 passiert ist. Da sind in Deutschland 38.000 Kilometer Höchstspannungsleitungen gebaut worden. Die sind gebaut worden, damit wir die Atom- und Kohlekraftwerke miteinander vernetzen können. Das war damals überhaupt kein Problem. Da hat kein Mensch eine Frage nach Finanzierung oder sonst etwas gestellt. Und heute reden wir über einen Netzausbau von höchstens 2000 Kilometer, das mit neuen Techniken und noch überwiegend auf vorhandenen Leitungen. Das heißt, wer die Mehr des Netzausbaus der technisch nicht geht und nicht bezahlbar ist, der hat die ganze Botschaft nicht verstanden. Der muss auch ehrlicherweise sagen, dass dieses Land das schon mal gemacht hat, als es um die Atomkraft ging. Und da war es kein Problem. Und deshalb werden wir den Netzausbau auch jetzt schaffen.
Und was wir vor allen Dingen brauchen dabei, das ist ganz wichtig, und das verhindert Herr Rösler, seit er im Amt ist. Wir brauchen endlich eine deutsche Netz AG mit einer starken Bundesbeteiligung, damit dieser Netzausbau gesteuert werden kann, damit er bürgerfreundlich und transparent stattfinden kann, damit es nicht so läuft, wie das in Meerbusch-Osterrath war, wo Amprion mal den Bürgern vorbeigeplant hat und jetzt wieder die Proteste da sind, weil man das einfach neben ein Wohngebiet gestellt hat, statt einen vernünftigen Standort zu suchen. So muss das laufen, und da kommt von dieser Bundesregierung eben gar nichts. Und liebe Freundinnen und Freunde, zum Schluss noch will ich eines noch zum Thema Effizienz sagen. Auch da liefert der Antrag gute Antworten. Wir haben eine Bundesregierung erlebt, die die Effizienzrichtlinie bekämpft hat bis aufs Messer in Brüssel. Sie wollte das verhindern. Dann konnte sie es nicht mehr verhindern, und jetzt verhindert sie die Umsetzung. Im Wirtschaftsministerium, da glühen die Rechner, dass man jetzt versucht auszurechnen, dass man nichts mehr tun muss. Das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Wir brauchen eine adäquate Umsetzung von Energieeffizienz. Wir brauchen den Energieeffizienzfonds, und wir brauchen Einsparverpflichtungen, so wie es in Dänemark, Großbritannien, Frankreich und in vielen Staaten der USA ist. Und ich sage, Herr Rösler, das hat mit Planwirtschaft und Sozialismus nichts zu tun. Das ist Zukunftsfähigkeit, das ist eine Chance für deutsche Unternehmen. Und das werden wir, wenn Sie es nicht hinkriegen, werden wir es ab September machen. Ich danke euch, liebe Freundinnen und Freunde.